Genau, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe einen Daumen dabei. Gut doch. Und wir gucken uns heute an Painter gegen Boros Initiative. Initiative ist tot. Lang lebe Initiative. Jetzt bin ich nur gerade überlegen, ist das Initiative mit es ist nicht mit Vinota. Es ist nicht Vinota Initiative, es ist eher so ein wir compilen halt jetzt dieses Monowhite Initiative mit den Affen und den roten Dudes für mehr Ramp und den gleichen Anzahl an Dudes, aber wir kommen jetzt halt auf 4 Mana in der ersten Runde. Aber Fable? Fable ist, glaube ich, auch mit denen, genau. Yes. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schön. Ich habe ja eine Zeit lang dieses Rot-Grüne gespielt. Oh Gott, diese Unterschriebenen von Post Malone. Kein Fan davon. Auf der anderen Seite haben wir Painter, und zwar Paper Painter. Das ist hierbei ja wichtig zu sagen, weil es gibt auf Magic Online noch kein Warhammer. Stimmt, ja, da fehlt ja dann der schwarz-rote Dude. Genau, der Chaos Defiler. Und das macht schon wirklich einen großen Unterschied, wenn du mich fragst. Moxen. Da ist, genau. Diese Verzauberung. Und die Verzauberung. Da ist irgendwas wahrscheinlich auf Human. Okay. Ja, das ist halt mal. Genau, das meinte ich. Also man kommt halt Turn 2 relativ safe drauf. Turn 1 ist hier mittlerweile schwierig, aber Turn 2 kriegt man den halt schon ganz gut zusammen. Und das zeigt halt auch wieder die Stärke von so einem Deck, wo man halt einfach slammt. Es ist ein rot-weißes Agro-Deck und das ohne diese ganzen Vinota. Spielermannskram. So, man hat hier, wie gesagt, Trinisphäre, die Elemental und so weiter und so fort drin. Und eben auch diese Verzauberung, diese Flicker-Sachen, das ist schon cool. Das Rodenlöch, ja. Das ist der Mountain. Alter. Hat der jeweils nur einmal? Ich vermute, das sind 2 Ebenen, ein Mountain. Hm. Würde ich jetzt mal von ausgehen. Auf der Seite von Painter ist halt wirklich ein Ursas-Saga, das ist ein guter Drop. Mhm. Kann man relativ gut mal einfach mal gewinnen. Ganz schnell gewinnen. Und Fury killt das Ding. Ja gut, Red Lemon, das macht in diesem Matchup nicht so viel. Oh, wobei, man hat einen Band auf der Hand. Ja, den kann man jetzt auch legen. Oder? Ja, wobei, ich finde das halt... Ach. Hat noch einen. Ja, okay. Wenn er noch einen hat, ja... Band auf Blau? Ja. Any questions? Ja. Würde ich auf jeden Fall auf Blast. Was hat man denn noch auf der Hand gehabt? Weil dann den Blast wegzuknallen? Oder man hat eh noch einen Blast? Davon gehe ich mal aus. Das ist ein Magus. Ist da hätte ich eher den Magus weggeschmissen. Ne? Oder Magus ist das ein Affe? Mainboard. Oder ist das dieses One of Six? Nee, es ist die Breyers. Ach, die. Apprentice. Ja. Genau, die bringt einen Top damit und lässt dich halt besten durch Decks pitchen. Die hätte ich auf jeden Fall gepitcht im Vergleich zum Blast. Weil der Blast kann dir noch irgendwas vom Hals haben. Oh ja. Yeah. Da ist der Fable auf der Hand. Da ist noch ein Chromox. Chromox. Wofür brauchen wir den jetzt nochmal? Schmeiß die Fable in Chromox. 5 Mana. Fury. Okay. Dafür hätte man zum Beispiel... Fair. Sehr, sehr fair. Uiuiuiui. Dann enttappt man... Ah, man hat hier einen Scry gemacht. Okay, man geht also den Weg. Dann noch 2. Boah. Land. Noch Painter. Weil dann hat man halt nächste Runde einfach gewonnen. Ja, in der Theorie wäre das schon mal gut. Ja. Ja, stimmt. Du musst jetzt den Painter legen, weil ansonsten kannst du nächste Runde mit dem Dudes nicht töten. Und der darf halt töten. Er darf halt keinen seiner jetzt noch 7 Elemental top decken. Oder 2 von den Verzauberungen, die er schon gespielt hat. Das heißt, er hat 10 von 50 Karten, die er nicht ziehen darf. Aber auch nur eine Runde Zeit. Genau, aber halt auch nur eine einzige Runde Zeit. Jetzt kriegt er den Menace Dude, ne? Ja. Nee, ein Treasure. Ein Treasure? Menace Dude kommt danach. Ah. Das war, glaube ich, ein Land. Ja, hauen. Geht für 6. Den kannst du dicke nehmen. Oder? Nee, es war kein Land. Da war irgendwas. 3 Fable. Okay, ja, der macht nichts. Non-Basic Lands kommen getappt ins Spiel. Jeder Spieler darf nur einen Zauberbund spielen. Das Bums. Ja, das ist absolut Bums. Trigger am Stack, tappen Mana im Pool. Ja, dann hast du gewonnen. Ja. Stark. Painter ist einfach ein starkes Deck. Also man hat jetzt aus Versehen irgendwie beide Grindstone nicht mehr im Deck. Ja, das würde, glaube ich, auffallen. Ja. Der Grind the Stone. Nicht die Judge-Promos. Ja, die werden aber auch deutsch. Ja, das stimmt. Trotzdem kauft mehr Judge-Promos. ansonsten, ja,
Ja, was sagen. Können wir jetzt schon überlegen, was wir sideboarden? Würde ich jetzt auch behaupten. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei Painter richtig, richtig schwierig ist. Boah. Weil Painter hat sich im Sideboard halt viel gegen irgendwelchen Graveyard Hate oder sonstige Sachen versteift. Und viele der anderen Sachen sind so Thorn of Amethyst oder so, wo du halt Non-Creature Spells an meiner teurer machst. Mhm. Das juckt den halt nicht. Needle hat man schon unbedingt gesehen, juckt halt auch nicht. Diese ganzen One-Offs, die raussuchen, Leyline sind nicht gut, Magus of the Moon sind nicht gut, Blast nicht gut. Abrades kann man spielen, Torpor Orb, ich habe ihn gerade gesehen. Sehr, sehr gute Karte. Abrades und Torpor Orb wären mir jetzt auch eingefallen. Ja. Das ist aber die Frage, was du rausnimmst. Blasts? Ja, wahrscheinlich, ja. Sieht so aus. Ja, da wird alles am Blast wahrscheinlich rausfliegen. Boah, alles am Blast finde ich aber auch krass. Ja, wenn du ein Painter liegst, dann willst du auch gewinnen. Ja, aber du hast halt dann, tauschst du ja mittelmäßig guten Removal gegen mittelmäßig guten Removal. Ja, aber die Blasts sind ohne den Painter tot. Ja, das stimmt. Du brauchst bei den Blast brauchst du Painter plus Blast und bei den Abrades zum Beispiel brauchst du nur einen Abrade. Geilste ist natürlich der Turbo Orb. Ja, genau. Also Turbo Orb ist natürlich eine absolut krasse Karte gegen das Deck. Ja, da waren deine Kreaturen auf einmal nur noch hauen. Ja, wobei die auch ziemlich hart backfiren können dann. Das ist auch ziemlich geil. Ja, so ein Evoked Fury. Ja, ja. I do like. Kein ETB, scheißegal. 3-3er mit Doppelschlag nehme ich auch. Zwei Stück am besten in der Starthand. So, bam. Das tasty. Ist Fable auf der Hand. Das ist irgendein Newborder-Artefakt. Das wird ein Painter wahrscheinlich sein. Tja, Painter, das könnte aber... Nee, das vorne ist auf jeden Fall ein Painter. Ist doch ein Painter. Ja, das geil. Machen so wir jetzt das Fable Start. Mirror. Meinst du Fable of the Mirror Breaker Mirror? Genau, hier werden die Tokens rausgehauen. Was ist das denn für einer? Er ist der von Tokens von TG. Ja, aber nicht der nicht, nicht der Anime, der, das ist der, davon gibt es auch eine Reihe. Ist auch ein Künstler oder eine Künstlerin, die halt immer in diesem Stil zeichnet. Unser Painter-Spieler ist da ein ziemlicher Fan von. Und ja. Kommt der Painter oder hat er einen Top-Orb? Ne, es kommt ein Painter. Hat der. Das ist okay. Kann man nicht so viel gegen tun. Aber ich denke, der überlebt nicht lange. Nee, glaube ich auch nicht. Aber sonst hat man auch nichts. Ja. Hat man keinen besseren Wunder? Boah, ist das schwarz jetzt angesagt worden oder blau? Boah, ich werde wahrscheinlich schwarz angesagt. Ja, sonst wäre da keine Marke drauf. Aber ich hätte hier auf jeden Fall weiter blau angesagt, weil Boris Initiative macht keinen Vorteil darauf, wenn alles blau ist. Aber er muss sich ab dann immer noch um deinen Red Elemental Blast sorgen, die du halt... Da wurde Fury abgeworfen. Was ist denn da passiert? Petal. Also wow. Entweder hat man noch einen Fury auf der Hand oder man hat totalen Disrespect gegenüber von dem Painter. Ja, das, also, uff. Du kannst halt jetzt mit dem Goblin angreifen, kriegst den Treasure. Ja, Treasure plus noch einen Petal auf der Hand. Da war auch Fury. Aber das reicht halt nicht, oder? Das ist ein. Die ist gut. ETB, Destroy Target Artifact, Enchantment. Ach, die ja. Und tappen beide Spieler zu einer Karte. Das ist sehr, sehr gut. Ich meine, Treasure. Hier willst du meinen? Ja. Hier, nimm meinen. Ich hab einen. Aber meiner. So. Zwei Damage und dann go. Das sind halt Turn 2 Boards, die willst du eigentlich nicht sehen. Ja, auf der anderen Seite hat kein Landdrop-Aktion, ne? Stimmt. Nur das Petal. Ja. Und dann für 3 Mana. Oh, ist halt, man nimmt hier halt echt viel Damage. Ja. Und jetzt auch kommt erst die Fable. Ja. Ui, ui, ui. Die ist halt nicht so gut wie jetzt gleich die geflippte Fable. Ja, definitiv. Und ich habe das auch das Gefühl, dass Boris Initiative den Fable-Token besser ausnutzen wird. Oh. Weil man kann damit ja die Initiative immer wiederholen. Man kann die Elemental flickern. Ah, ja. Man kann, also nicht flickern, man kann die halt kopieren. Und das ist wirklich so. Allein strong. Der Dude, der da jetzt liegt, wenn du den kopierst. Genau, allein das ist jede Runde Destroy Target Artifact oder Enchantment. Da wird er im Deutsch schlecht. Wirklich strong. Und der hat auch noch Wasser im Cold. Okay, hier würde man traden. Spannend. Ist der 3-2 oder was? Der ist 2-1. Oh. Ich,
den würde ich auf jeden Fall traden. Den würde ich Tag und Nacht würde ich den 2-1er jetzt traden. Vor allem mit dem aktiven Kiki-Iki als Painter-Spieler. Ja, aktiv nicht. Aber halt ja, geflippt. Ab nächste Runde aktiv. Also es ist jetzt so die letzte Chance, den loszuwerden. Krass, man nimmt den Damage. Hm. Hat man Removal auf der Hand? Ja, man hat Bolt. Ja, okay. Boah. Oh Gott. Was hältst du von meinem Huskost Fury? Boah, wird der gerade verprügelt, ey. Mhm. Ist das widerlich. So wie ich dir das gehört. Dann auf 2, discardet man 2 Karten. Boah, so lange überlebst du nicht. Wobei, du konntest jetzt... Du hast jetzt die Saga für den... Für den Ding. Das heißt, du musst 3 Runden überleben. Stone, ja, du musst 3 Runden überleben. Leben. Und so sieht aktuell nicht aus. Nope. Es sei denn... Vor allem nicht mit Ancient Tomb. Ja, vor allen Dingen nicht mit der Ancient Tomb, das stimmt. Du musst jetzt die Saga legen, weil ansonsten dauert das zu lang. Genau, du musst jetzt die Saga legen, musst dann bolten, und zwar den Fury. Ja, yep. Und dann das. Und dann hast du das Problem, dass du dann aktive... Da kommt so kein Saga. Du hast dann aktive Mirror Breaker und Destroy Target Artifact Launcher. Der nimmt den Mirror Breaker raus, okay. Das sind aber 10 Damage. Hat der noch einen Schadenszauber? Ja, vielleicht ein Blocker. Ein Mana. Da ist ein Goblin. Hm. Der ein Mana Goblin. Hm. Spannend. Aber man nimmt dann halt wieder 2 Damage, nimmt danach dann Ding Damage, es geht. Okay, man ein Mana Goblin, weil man eben Ancient Tomb nicht mehr benutzen kann. Das ist der Nachteil von Ancient Tomb. Da ist noch eine Fable, mal wieder eine Fable. Oh, das sieht aus, als wäre da drum. Ja. Du musst den Fury blocken. Ja, wobei man jetzt schon theoretisch fast die andere hätte blocken können. Dann geht man halt runter auf 2 statt auf 6. Aber an für sich wäre das nicht bad. Noch eine Fable. Ja. Das ist halt richtig strong. Das Board sieht richtig gut aus für Boros Initiative. Und? Ist da der Conceit? Top Deck Win? Ja, ich wüsste halt nicht wie. Also nee, der Stone kostet 3 Mana zum Aktivieren. Ne? Genau. Also wenn ich eine Runde überleben würde, könnte ich das sogar bei einem Top Deck Stone sehen. Das sind 2 Mana, das wird der Painter sein. Ein Engineer, okay. Der darf jetzt halt nur keinen Stone reinwerfen. Okay, es wird gar nichts reingeworfen. Fail to find. Spannend. Wie gesagt, ich hätte jetzt halt auch keinen Grindstone reingeworfen, weil man eben die Chance dann auf 1 aus 40 oder 50 dann runter. Du gehst jetzt mit allen rein und dann hast du gewonnen. Nee, du kannst 2 Kreaturen blocken. Ach, der Kiki-Iki ist ja schon geflippt, ja. Yes, dann hat man zwar keine Möglichkeit mehr, die Engine Room zu benutzen und damit halt keine Möglichkeit, die 6 Mana ranzukommen, aber das ist ja nicht so relevant. Ja. Nur ein Sieg, den man nicht mehr haben kann. Das ist halt jetzt echt nur noch da wird auch okay. Einfach nur reingeschwungen. Ja, dann kannst du den da vor. Der kommt mit. Okay. Ja, das ist Liefel. Sonst. Ja, das ist klar. Dann geht man runter auf 2. Und dann ist die Engine Tomb tot. Ja, sehe ich jetzt nicht mehr so, wie man das gewinnt, ehrlich gesagt. Da ist noch ein Nox oder Nox. Mox ist nicht genug. Nö. Nee. Der Mox ist nicht genug. Na, bräuchte es, wenn eine Runde oder eine Kreatur, das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Und dann darf natürlich Boros in der Ziel auch nichts haben. Nee, das ist. Und der hat ja gerade eben Combat, also nur die Fable gespielt und die zieht er mir jetzt dann auch noch die Karten. Und, ja, deswegen. Ja, schon sehr, sehr strong. Dementsprechend 1-1. Das passiert mit Painter halt auch in dem Demo.
Glaubst du, es gibt hier Möglichkeiten, dass dieses Matchup davon abhängt, wer anfängt? Weil ich habe jetzt noch keine Chalice gesehen bei Boris Initiative. Mm. Nur Trainingsphären. Und ja, weil Painter halt schnelle Hände haben kann. Oh, da ist der Turbo auf. Ich glaube, die kannst du besser interrupten, wenn du on the play bist. Mm. Als Boros Initiative. Also klar, sowas jetzt wie der Topo-Op auf der Starthand. Das ist strong. Ja, das ist aber, glaube ich, nur eine City. Ist da unten nicht noch ein Land? Ich meine, da wäre noch ein Land. Da ist noch ein Land, das wird genommen. Ach, da ist noch eine. Ja, okay. Hab nichts gesagt. Ja, und jetzt Topo-Op. Topo-Op und dann den Gegner so richtig verzweifeln. Das ist ziemlich strong. Yes. Yes. Oh, könnte man jetzt bitte Invoken Fury. Wollte ich gerade sagen, jetzt kann man auch einfach. Nee, nicht Fury, man könnte jetzt auch einfach die Ding reinlegen. Ich habe da schon eine Ding gesehen. Naja. Ja. Einfach mal so ein. Wie viel ist die? 3-2. 3-2er reinlegen mit Lifelink. Ich meine, Leben machen eh keinen Unterschied hierbei. Hat man keine weiße Karte sonst. Das wäre jetzt. Bitte. Das ist ein Duel. Hm. Ah, Länder sind übrigens nicht farbig. Dementsprechend ist das nicht so schlimm. Wie viele Duels spielt denn das Deck? Wahrscheinlich 2 bis 4. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie was rausdroppt, ist es halt nicht so geil in den Torpor-Op. Man hat auf der anderen Seite aber auch diese Verzauberungen, die den halt flickern oder halt das direkt rausnehmen. Mhm. Aber puh. Das ist schon kacke. Ja, der nimmt dir halt schwer Wind aus den Segeln. Jetzt musst du halt voll auf den Beatdown-Plan gehen mit einer echt madigen Mana-Basis. Hm. 2 Mana-Painter? Den Grindstone hat er auch auf der Hand. Ich würde jetzt einfach nur den Stone legen. Ja. Stone-Go. Boah, ich würde einfach Stone-Go machen. Was wird denn da noch committed? Der Painter auch noch. Boah, ich hätte ja einfach Stone Go gemacht. Ja. Stone Go und nächste Runde dann einfach Painter Mill tot. Oh, der hat Muffin auf der Hand. Und Mana übrig. Ui. Oh mein freaking God. Das ist Liefel. Wenn jetzt nichts kommt. Ja, man kann jetzt halt das. Das ist Swords. Oh, shit. Welches Artwork ist denn das? Secret Lair. Ah. Secret Lair. Das waren Swords to Plowshares. 2 Karten werden gemeldet und dann haben die nichts gemeinsam. Gönnung. Hm. Da kommt einmal die Sonne raus. Ja, genau das. Aber da muss man einfach für gehen, für sowas. Ja, das musst du machen. Das ist halt die Frage, was die eine Handkarte noch sagt. Jetzt ist ein Painter von der Top halt Win. Ja. Im besten Falle. Ja. Also Chromax noch. Da wird da Solitude reingeschmissen. Yes. Da ist noch ein Petal. Und da ist noch ein 5-3er halt. Ja, der macht halt sonst nichts. Ne? Ja, ist immer noch 5-3. Tramp. Jo. Jo. Dementsprechend, das hat er immer noch. Die Frage ist halt, sind die Pfeiler. Jetzt hat man halt kein rotes Mana mehr, wo? Das ist nicht so gut. Oh, noch so einer. Wenn man jetzt noch einen Mana finde. Mit 5 Exile, die darf man auch spielen. Dann hat man noch einen zweiten auf der Hand. Boah. Oh mein Gott. Uiuiui, jetzt wird geprügelt. Alter. Ja, das ist so krass, wie man halt von kurz vor Tod auf eigentlich sehr guter Boardstack ist. Oh. Das ist eine Rotquelle. Ja, jetzt ist die Frage, was hatte der jetzt da auf der Hand? Da ist noch ein Ding auf der Hand. Einer von den Goblins. Mm. Das, oh mein Gott. Damit kann er einen Painter reinlegen. Oh mein Gott. Nee, der Painter ist im Exile. Nee, er kann einen Painter aus seinem Deck. Der hat keinen ETB. Der hat keinen ETB. Der hat absolut kein ETB. Du hast vollkommen recht. Das wurde ja auch vergessen.
Ja, ist aber nicht schlimm. Ja. Theoretisch müsste es einfach nur nochmal randomisen. Ja. Und einen auf die Finger kriegen. Ja, einen auf die Finger ist immer gut. Ja, ich glaube, hier wird auch nochmal kurz erklärt, was passiert ist. Ja, da wird wahrscheinlich direkt bei Judge gerufen. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Judges sind dafür da, um sowas zu klären und Probleme aus dem Weg zu räumen. Ja. Und euch zu unterstützen. Also nutzt die Judges. Mhm. So. Jetzt hat er aber zumindest einen Blocker. Der blockt zwar nur einen Schaden weg. Ne, zwei sogar. Zwei Schaden. Der ist hinten zwei. Ja. Oh, schade. Es hätte nochmal so knapp werden können. Da ist die Sonne wieder weg. Boah, jetzt hat er halt nächste Runde nochmal. Ja. Das wäre nämlich sonst auch knapp geworden. Ja. Uff. Ja, das wird nicht selbst dann wird es nicht. Doch, dann würde Painter von der Top reichen. So reicht Painter von der Top, ja. Und jetzt blockst. Du musst blocken. Du hast ja erstmal die Trigger, ja. Die darfst du. Ja. Die, oh, Alter. Jetzt denkt sich das Deck auch, schwab dich komplett kaputt. Gott. Oh mein, warum gibt man denn auf 1? Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, das ist dämlich. Das ist dämlich. Ja, weil wenn er jetzt einen Painter zieht, kann er den nicht spielen und gewinnen. Ja. Deswegen also. Pff. Das. Also ich bin gespannt darauf, was man sich hier gedacht hat. Ich aber auch. Tauschen kann man ja auch nicht wirklich was. Okay, es ist eine Forge, dementsprechend egal. Aber. Pff. Jetzt kriegt man vielleicht den komischen Dude raus. Ja, der macht ja nichts mehr. Was macht der überhaupt nochmal? Der zerstört ein Permanentes. Kostet wie viel Mana? 5. Ja, dann hat man sich den damit nämlich auch verbaut. Ja, geht, du kannst. Ja, doch, doch, der ist verbaut. Hm. Nee, der ist um. Das ist rüber. Krass. Wie halt von Turn 2, ich bring dich um zu Turn 5. Ja, ich werde umgebracht. Das ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Es zeigt einfach, wie schön wir sie Legacy manchmal ist. Und ja, vor allen Dingen, den fickt gerade seine eigene Karte. Der Turbo-Op, ja. Ja. Und den Turbo-Op hätte er aber, glaube ich, schon lange, lange verloren. Ja, das stimmt. Ist schon okay, dass er sie hat. Genau, macht man hier 3 Mana. Dann mildt man sich wahrscheinlich selber noch um 2. 1, 2, Fury Land. Das macht nichts. Ja, falls man selbst so einen Painter gefunden hätte, wäre ja total egal gewesen. Das ist irgendwie. Nee, du, da machst du gar nichts mehr. Ja. Ja. 2-1 große Initiative. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.